Leute, System veranstaltet jetzt ein Fortnite-Turnier und ich werde undercover dran teilnehmen. Das heißt, wir sind in der gleichen Runde. System lässt sich aber direkt am Anfang killen und beobachtet dann alle 100 Teilnehmer. Und einer davon bin ich. Natürlich bekommt System 3 Joker-Fragen, die ich ehrlich beantworten muss. Aber ich bin ehrlich, er wird es niemals herausfinden. Denn ihr könnt schon sehen, Leute, das hier ist meine Skin-Kombination. Und zwar Billy. Billy ist einer der neuen Skins. Deswegen glaube ich, dass viele diesen Skin spielen werden. Und ich habe hier direkt das komplette Set ausgerüstet. Aber den Standard-Hängegleiter. Damit ich so wie ein Bot aussehe. Weil es sind ja auch immer Bots in der Runde. Und ich bin echt gespannt, wie System sich anstellen wird. Holy moly Macaroni. Tragt auf Ehre meinen Creator-Code KUS, KUS im Item-Shop ein. Das supportet mich sehr, dauert euch nur ein paar Sekunden. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Let's go. So, Leute, da sind wir schon mit fast 100 Spielern in Systems Fortnite-Turnier und das undercover. System ist jetzt mit mir in der gleichen Runde. Was geht, Bro? Was geht? Bist du ready zu verlieren? Ja, ich und verlieren. Denn System muss sich jetzt direkt killen lassen und dann muss er die ganzen Spieler beobachten in seinem Turnier und herausfinden, wer ich von den ganzen Spielern bin. Und du hast sogar 3 Joker-Fragen, die ich ehrlich beantworten muss. Und so kannst du das Ganze dir vereinfachen, ne? Bro, ich sag dir, wie es ist. Ich bin ein Meister im Erraten. Ich habe früher immer hier dieses komische Spiel gespielt, dann mit meiner Oma zusammen. Da musste man so ankreuzen, was falsch und richtig ist. Da habe ich immer alles direkt herausgefunden. Deswegen werde ich hier auch gewinnen. Ich springe jetzt schon vom Berg runter. Bist du ready? Ich bin ready. Hast du das auch früher mal gespielt? Finde den Fehler oder so heißt das. Keine Ahnung. Finde den Fehler? Was redest du da? Aber du hast, glaube ich, die Landung gerade vermasselt. Du bist anonym. Ja, bin ich anonym? Oh, okay, ja gut. Ich heiße Super Saiyajin System. Ah, verstehe, okay. Und ja, jetzt kennst musst du Dragon Ball? Ja klar kenne ich Dragon Ball, ne? Da mit Naruto und so, oder? Ey, was für Naruto, Bro? Nein, aber ist ähnlich, ja? Ist ähnlich, okay. Ja, dann such mal schön. Und ja, du kannst natürlich jetzt auch überlegen, wann du mir die 3 Fragen stellst. Vielleicht kannst du die auch jetzt direkt stellen. Ja, vielleicht ich guck mal auch, hier erstmal. Ja, kannst du entscheiden. Ein bisschen rum hier, weil hier wird gerade nämlich gefeiert, aber ich glaube, der fight gegen Botty Boys, fährt ein Auto. Hast du eigentlich Rocket League? Nee, ne? Nee, ich habe keinen Rocket League. Doch, ich habe Rocket League, glaube ich, aber ich spiel's nicht. Ist nichts für mich so. Feier ich nicht so. Ich glaube, dieses Rocket League Auto in Fortnite, das hat sowieso standardlich jeder, oder? Ja, ne? Ja, doch, das hat standardlich jeder, keine doch. Keine Ahnung. Ja, doch, ich glaube schon. Ja, dann kannst du das schon mal hier schon. Nicht. Oder? Ich weiß nicht. Nee. Könnte es sein. Warte mal, der fightet jetzt gerade. Ja, okay, der wurde hops genommen von einem. Oh nein, wenn ich bin die Fishy down. FNCS Skin. Ich bin down. Ja, als ob ich auf sowas direkt am Anfang reinfalle, ne? Okay, also, dann halt nicht. So trollig bin ich jetzt auch wieder hier nicht zu Trolli-Molli. Nee, aber hier ist einer in Sandy Steppes gelandet. Der hat guten Loot. Jetzt macht er extra Edits, während ich das hier am Erwähnen bin. Oder der findest freut du die sich, gut? Dass ich ihn so die gucke. Edits? Findest du die gut? Ja, der hat Triple-Edits gemacht. Ich glaube, du kannst keine Triple-Edits, oder? Was, Bro? Ich wusste, dass wir heute das Ganze aufnehmen. Ich habe die ganze Nacht trainiert. Du hast ganze Nacht trainiert? Ja, Bro. Ich habe alles gemacht, damit du nicht erkennen wirst, wer ich bin. Ja, aber der kannst du auf jeden Fall nicht sein. Weißt du wieso? Weil du redest so ganz entspannt und ich weiß, wir haben das Format jetzt schon des Öfteren aufgenommen. Immer wenn wir gefightet haben, beziehungsweise du oder ich gefightet habe, dann sind wir immer still gewesen, weil wir uns konzentrieren müssen. Und er hier ist absolut voll am Fighten und du redest ganz entspannt. Das hast du einfach nicht drauf. Das kannst du nicht sein. Geh mal weiter hier. Ist das dein Ernst? Ja, 100%. Ich werde diesmal gewinnen, Flix. 100%. Ja, okay. Es sind nur noch 59 Spieler, ne? Was? Schon die Hälfte weg? Ja, dann, guck mal, die Hälfte. Die Zone hat noch gar nicht angefangen. Die Zone hat echt noch gar nicht angefangen, crazy. Ich sag dir doch, ich bekomme nur Schwitzer-Lobbys. Ja, ja, ich gucke hier gerade einem zu. Kennst du den Dummy-Skin? Ja. Hä, ich guck dem zu, auf einmal flext der hier rum. Ja, findest du es gut? Das könnte es tatsächlich sein. Obwohl. Findest du? Oh mein Gott, flext! Das war's doch, oh mein Gott! Wenn du das im Video siehst, du wirst dir denken, wie blöd ist der Spieler gewesen. Weißt du, was der gemacht hat? Was hat er gemacht? Ich hab dem zugeguckt, der hat so Edits geflext. Ich weiß nicht, ob der gesehen hat, Super Saiyajin System, so weißt du, vielleicht hat er gedacht, dass ich es bin. Vielleicht ist er deutsch gewesen, man weiß es ja nicht. Bro, er flext komplett rum und dann auf einmal verkackt den Edit und stirbt an Volldamage. Nein!
Ja, doch. So blöd bin ich nicht. Das bin ich nicht gewesen, nee, safe. Nee, das wärst du hundertprozentig nicht. Aber Bro, er macht einfach Edits und stirbt an Falldamage. Weißt du, wie lange ich das nicht mehr gesehen habe? Also ja, der wollte ja flexen. Bro, ich weiß. Das sind halt die möchtegern Pros. Das bringt alles nichts mit dem Flexen. Man bekommt direkt Karma. Man braucht gutes Aim. Vertrau mir. Richtig. Wenn man das nicht kann, dann sollte man auch nicht rumflexen. Also das war jetzt echt. Bro, das war echt. Das war sehr, sehr wild. Oh. Warte. Ja. Ich guck mir mal eben kurz den Fight an. Der macht hier ein bisschen Action. Unten der Typ auch. Ja. Boah, Schildcrack. Okay. Bei dir alles entspannt, ja? Ja. Oh. Oh. Bro, du redest mir zu viel. Sei mal kurz ruhig. Okay. Das war jetzt schon ein bisschen merkwürdig bei den beiden, die hier gefightet haben. Der ist mir auf jeden Fall ein bisschen komisch hier. Ich weiß nicht, ob er es jetzt war, den ich jetzt gerade zugucke oder gegen den er gefightet hat. Der andere war so eine Halloween-Puppe oder sowas in The Raft. Und hier ist noch ein anderer, den gucke ich gerade zu. Ja, und Halloween passt ja auch, ne? Halloween so aktuell, ja, so, weißt du? Deswegen vielleicht, ne? Das ist der neue, der Saw. Hast du den eigentlich auch von Epic geschenkt bekommen? Nee, Bro. Epic Games mag mich nicht so, weißt du? Oh mein Gott, haben die einfach nicht gegeben. Und was ist das so eine, ist es Billy the Puppet, also der Saw-Skin? Ja, genau, der Saw-Skin und einmal diese 800 V-Buck-Skin. Davon gibt es auch eine männliche Variante, der ist komplett schwarz gekleidet und sehr dünnen Anzug, so auf Latex-Basis. Ich weiß aber nicht, wie der heißt. Der sieht so spacey aus. Aber der fightet gerade gegen. Aber in The Raft, warte, ich stelle jetzt einfach mal direkt eine Frage. Bist du gerade in The Raft? Digga, was ist das für eine Frage? Soll ich die nicht stellen? Doch, kannst du stellen. Ich sag okay, nur, lass mich überlegen, ob das so schlau für dich ist. Ich weiß nicht, ja, aber... Ja, deswegen, lass mich überlegen. Ich muss ja alles beantworten. Aber ich kann ja auch so ein bisschen tricksen und, ja. Hast du gerade so ein Jetpack zum Fliegen mit? Also ist das jetzt deine Frage? Das ist jetzt meine real Frage, ja. Nein. Okay. Okay, du lebst noch, ne? Ich lebe noch, ja. Die haben mir gerade gefallen, dann kannst du der schon mal nicht sein. Gut, obwohl du könntest jetzt auch lügen, aber ich glaube nicht. Ja, welcher Skin von den beiden ist denn down gegangen? Halloween-Skin. Aber so wie der eine Typ, den ich zuguckt habe, gespielt hat, das könntest du auch nicht sein. Ich hätte eher gedacht, dass du dieser Saw-Skin bist. Und der Saw-Skin ist down gegangen, oder was? Naja, der ist gestorben, genau. Okay. Das hätte ich jetzt vermutet, weil der hat so einigermaßen... Ja, alle, die also den Saw-Skin spielen, das sind auch, glaube ich, so... Keine Ahnung, die sind nicht so gut, weißt du, ich meine? Ja, normalerweise schon, ne? Warte mal, hier fightet jetzt... Ja, ich würde schon sagen, ich weiß nicht. Warte mal kurz. Hier findet nämlich wieder ein Fight statt. Dieser Lego-Skin, der gratis war, den ich unnormal auch feier. Das ist einer der besten Gratis-Skins, die Fortnite reingebracht hat, finde ich. Der Fight gegen den Rank. Welchen Rang hast du eigentlich momentan? Spielst Bro, du Rank? Gar kein Rank. Gar nicht. In welchem Ort bist du gerade? Also, wo schaust du zu? Ich bin jetzt gerade in... Warte mal, wo ist denn das hier? Links neben Mount Olympus tatsächlich. Ah, okay. Links neben Mount Olympus, sagst du? Ja. Oh mein Gott, das darf nicht wahr sein. Der zweite Spieler, der an Falldamage stirbt, den ich zugucke. Was also, ist denn heute los? Wie bitte? Ist meine Lobby doch nicht so gut? Nee, irgendwie scheint die hier, also wenn du hier jetzt gerade nicht bist, die sind alle echt nicht so stark, ne? Die sind relativ easy. Aber der, den ich gerade auch zugucke, den kannst du auch nicht sein. Der ist in Elite. Du hast gesagt, du spielst nicht viel Ranked, aber der ist in Elite. Der spielt, als wenn der Platin-Spieler ist. Gar nicht mal Diamant, sagt nichts gegen Platin-Spieler, aber der spielt nicht so, als wenn er Elite ist. Und wenn du sowieso nicht spielst, denn die Frage hast du ja richtig beantwortet, zu 100%, dann bist du der Spieler auf jeden Fall nicht, auch wenn er 8 Kills gemacht hat. Ich gehe mal weiter. Aber das mit dem Ranked, war das jetzt eine Joker-Frage oder war das einfach so eine Frage? Da hast du mich, glaube ich, hops genommen, ne? Natürlich. Das war einfach nur so eine Frage? Das war einfach so eine Frage, Digga, du ja. hast... Stimmt, Mann, ich darf deine Fragen eigentlich gar nicht, egal was du... nein, das... Das war komplett lost von mir, bin ich dir ehrlich. Ach so, hast du also richtig beantwortet. Ja, umso besser für mich. Digga, also das war ja komplett lost. Aber du brauchst mich eh nicht hops nehmen. Ich hab dich ja in der Freundesliste und ich sehe ja sowieso, dass du nie ranked spielst. Deswegen brauche ich auch gar nicht die Frage jetzt stellen. Macht er hier sowas auf Detektiv, analysiert alles. Ja, ich check schon. Okay, hier haben wir noch einen Schwitzer-Skin, der macht The Greedy. Oh mein Gott, warte, ich muss kurz Copyright-Musik ausmachen. Oh mein Gott, er macht Greedy, Digga. Ich bin dir ehrlich, Greedy ist nice. Ja, Greedy ist cool, ne? Ja, der ist aber sehr cool. Aber du bist ja nicht so der Dragon Ball Fan.
Ja, aber muss ja nichts bedeuten, ne? Ja, ist auch wiederum recht. Er hat 4 Kills gemacht. Schwitzer-Skin, hat eine lila Pump, Gold, mythische Salve, Full Metz. Guckt hier so ein bisschen nach Loot und so, nimmt jetzt Gutes mit. Hat aber eine komische Farbtarnung. Und spielt dieses Rückenback-Ding auch mit dieser Maschinenpistole. Das würdest du, glaube ich, nicht spielen. Bro, du redest so viel, bin ich dir ehrlich. Aber guck mal, wir sind bald in den Top 10. Du hast noch 2 Joker. Oh mein Gott. Also so langsam musst du da ein bisschen, ne? Dich ranhalten. Ja, warte, Naruto hat hier ein paar Botkills gemacht. 3 Kills, bei dem sieht auch eigentlich nicht schlecht aus. Also ich muss ja immer gucken, bis die Leute sehr bauen. Dann, ja, das stimmt, das stimmt. Weißt du, und wenn die nicht bauen, dann kann ich das halt nicht einschätzen, so. Deswegen ist halt echt schwierig. Ich glaube, jetzt gerade aber war Botty Boy. Hier haben wir noch eine No-Skin. Warte mal. Ja, No-Skin ist auch sehr entspannt. Ja. Warte. Nee, der bist du aber, glaube ich, auch nicht. Nee, oder? Nee, glaube ich auch nicht. Definitiv nicht. Guck mal, wir sind ja jetzt sowieso fast am Ende. Ich sag dir ehrlich, ich weiß noch nicht, ob ich dir zugeguckt habe. Hast du schon? Aber die Spieler... Hast du schon, kann ich dir sagen. Habe ich schon zugeguckt? Ja. Okay, Joker-Frage. Flakes, habe ich dir wirklich schon zugeguckt? Digga, du Ehrenloser. Du Ehrenloser. Nein, hast du nicht. Bam. Okay. Weil dann habe ich sowieso noch. Ich habe jetzt nur noch eine Frage so. Gut. Die muss ich mir auf jeden Fall aufbewahren. Für. Bis wann muss ich die Frage beantwortet haben? Bis Top 3, ne? Ja, bis Top 3 musst du dich so eingeloggt haben. Sozusagen. Okay, lass mich überlegen. Hier ist eine mit Iron Man. 5 Kills, auch guten Loot. Ist halt schwer einzuschätzen, weil die alle nur am Laufen oder am Fliegen sind. Deswegen, ich gehe mal weiter. Du hast gesagt, ich habe dir noch nicht zugeguckt, oder? Nee, das war deine zweite Joker-Frage. Okay, dann glaube ich, lässt Fortnite mich gerade nicht auf dich drauf. Das heißt, die ganzen Spieler, denen ich jetzt gerade zugucke tatsächlich... Davon ja. Bist du niemand. Okay. Du bist gerade am Fighten, ne? Nein, 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 nein. Bei mir ist alles ready to nein, go, nein, ready alles to set. Okay. Ready to go, you know. I'm fresh and yes. Okay, du bist also gerade im Bunker. Ja, ja, genau. Ich bin im Bunker, ready to set, ready to go, you know. Ja, ich hab hier eine eingesperrt, ne? Ja, ja, genau. Genau, richtig. Und du probierst jetzt hier rauszukommen, ich hör's. Ja. Holy moly. Siehst du, ja, dein ja, Turnier ist hier nichts für schwache Nerven, bin ich dir ehrlich. Sagst du, ich würde vorsichtig sein, wenn du im Bunker drinnen bist. Oben wartet einer mit Doomswaffe und er wartet, bis du hier die Wände aufmachst. Ja, hast du Impulsis mit, dann würde ich mich da raus impulsen. Okay. Das ist, glaube ich, das Schlauste. Okay. Ich gehe nicht auf deine Sachen ein, bin ich dir ehrlich. Das reicht mir langsam hier. Ja, es ist echt schwer. Ich sag dir, wie es ist, ne? Das ist echt mega schwer. Mega schwer, sagst du? Na, unnormal. Warte kurz, ich will mir das mal eben kurz angucken. Der hat jetzt gleich die ganzen Wände hier abgebaut, jetzt. Ist ein Naruto-Skin. Ist fast dead. Bei dir alles entspannt, ja? Bei mir ist alles entspannt, ja. Ne, ich glaub nicht. Boah, der hat den Naruto-Skin hops genommen. Ich geh mal weiter. Scheint's ja nicht gewesen zu sein. Bist ja noch am Leben, ne? Du hast noch eine Joker-Frage, ne? Ja, die würde ich noch nicht beantworten. Warte mal, hier ist einer mit Medaille. Achso, dem haben wir schon zugeguckt. Hä, bist du überhaupt noch am Leben? Bro, ich weiß jetzt schon, du sitzt vorm Rechner und grinst. Bro, wenn ich dir sagen würde, was hier gerade passiert. Echt? Okay. Ja, 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 alles gut, alles gut. Alles gut. Hä? Warte alles mal, gut. 2, 3, 4, 5. Alles fresh in the best. You know what I mean? Läuft alles? Alles fresh in the best. Okay. Finde ich aber gerade alles irgendwie ein bisschen merkwürdig. Warum? Ich glaube, den Spielern, denen ich zuvor zugeguckt habe, den habe ich schon allen zuguckt und habe dann die Frage gestellt. Aber ich bin mir nicht sicher. Boah, ich weiß nicht, Digga. Habe ich den allen zuguckt, den ich jetzt hier so zugucke? Was schaust du denn gerade zu? Ich schaue gerade hier einen, ich weiß nicht, dieser 3,99 € Paket. Okay. Aber von, ich glaube, von vor 5, 6 Seasons oder sowas.
Aber du würdest nicht die ganze Zeit mit Dings rumfliegen, mit Iron Man. Oder doch, das könntest du tatsächlich sein, weil du den Fights aus dem Weg gehst. Kann das sein? Ja, das ist so eine kleine Taktik von mir, ja. Würde ich behaupten. Ja, habe ich jetzt endlich mal einen anderen Spieler ranbekommen. Okay. Den sehe ich zum ersten Mal. Also ich kann dir sagen, du hast mir schon mal zugeschaut. Ja, aber wo ich die Frage gestellt habe, ja noch nicht, ne? Ja, aber die Frage ist ja schon lange her, ne? Ja, das stimmt. Aber ich glaube, den ganzen anderen, warte mal, den bin ich mir eigentlich sicher, dass wir den zugeguckt haben, wo wir die Frage gestellt haben. Ich guck mal den nächsten Spieler. Bei dem habe ich nicht zugeguckt, wo ich die Frage gestellt habe. Den habe ich zumindest noch nicht gesehen. Bei dem weiß ich nicht, bei dem ich jetzt zugucke. Der hat auch 6 Kills gemacht, ist crazy. Ja, weiß ich nicht, Digga. Der hat sich ja auch einen Bot geholt. Okay. Ein Bot hat er sich geholt? Ja, er hat sich einen Bot gekauft. Aber du würdest dieses Back, wenn du würdest dieses Backbling spielen mit dem Gewehr hinten drauf. Was, der spielt mit Geschütz oder was? Ja, und hat einen Bot. Mit Geschütz. Digga, Geschütz ist so los, ne? Aber die spielen alle mit Geschütz. Alle? Ja, einer wurde jetzt gekillt. Der Typ, der den gekillt hat, hat auch Geschütz gehabt. Okay, Top 3 ist jetzt. Muss ich mich jetzt festlegen? Noch nicht, oder? Du hast, glaube ich, noch eine Joker-Frage. Eine Joker-Frage. Aber die musst du jetzt stellen, Bro. Weil die muss ich jetzt stellen? Ja, Top 3 ist halt schon ein bisschen... Okay, darf ich die alles entscheidende Frage stellen? Ja, kommt drauf an, ne? Kannst du machen. Bist du ein männlicher oder ein weiblicher Skin? Männlich. Männlich. Ja. Männlich. Mhm. Okay. Ich habe aber ein Problem. Ich kann leider nur 2 Spielern zugucken. Den dritten sehe ich gar nicht. Okay, und die 2 Spieler, denen du zuschaust, sind die männlich oder weiblich? Der eine ist männlich und der andere ist weiblich. Ich müsste jetzt nur noch wissen, wer der dritte Spieler ist. Okay. Aber ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit liegt 50-50, wenn ich jetzt sagen würde, dass der dritte Spieler vielleicht männlich oder weiblich ist. Ja, das stimmt, ja. Ist ja logisch, ne? Also der bist du auf jeden Fall nicht, dem ich gerade zugucke. Für dich als Info, falls du den epischen Sieg noch machen möchtest, ich weiß ja nicht, wer von den anderen beiden du bist. Noch nicht. Der hat Scanner-Medaille, der hat mythische Salve und der hat Dooms-Fähigkeit. Der wird gerade von der Island abgeschossen. Ich glaube, Island ist ein männlicher Skin. Ja, der hat Dooms-Fähigkeit. Verstehe. Wer spielt eigentlich mit Dooms-Fähigkeit, Digga? Ja, ich verstehe das irgendwie auch nicht. Ist nicht so das Gelbe vom Ei, ne? Das stimmt. Macht doch überhaupt gar keinen Spaß. Ach, ich glaube, das ist der dritte, oder? Ist der dritte nicht männlich gewesen, weiblich gewesen? Weiß ich nicht. Ist bei dir alles entspannt soweit? Bei mir ist alles entspannt, ja. Warum? Ja, ich glaube, ich weiß, wer du bist. Du glaubst, du weißt, wer ich bin? Willst du dich jetzt schon festlegen? Nee, noch nicht, weil ich nicht weiß, wer der dritte Spieler ist. Okay, du kannst ja bis zum Ende... theoretisch warten und... Ich weiß es jetzt, es ist vorbei. Jetzt ist vorbei, sagst du? Ja, ich habe den dritten Spieler jetzt gefunden. Okay. Und der ist weiblich. Der ist weiblich? Du bist ja männlich gewesen, ne? Ja, aber es sind ja 2 männliche, hast du gesagt. Nee, es sind 2 weibliche. Du bist doch gerade in der Luft abgeschossen, das ist aber gut entkommt. Also... ja, okay. Aber du weißt, ne, man kann auch ein bisschen hier tricksen, dies, das. Also, du musst halt jetzt bedenken, ne, habe ich dir die Wahrheit gesagt. Wir machen es jetzt so. Was ist denn der dritte Skin? Der dritte Skin ist dieser Halloween-Skin, der männlich ist. Ist der wirklich männlich? Der ist auf jeden Fall, ich würde sagen, der ist männlich, ja. Okay. Wenn du das sagst. Die beiden anderen sind 100% feminin. Ich kann dir aber ein bisschen Tipps geben, damit du wenigstens noch den epischen Sieg holst. Achso, du legst dich jetzt wirklich fest? Ja. Okay. Der letzte Gegner hat 8 Kills, hat die Scanner-Medaille, Cool Materials und ein Jetpack. Das ist krank. Konzentrier dich, ich guck dir jetzt zu. Du schaffst das, aber du musst in die Zone move, ne? Ich weiß. Alle müssen in die Zone. Ja, du bist nur noch mit dem alleine. Der spielt Dooms-Fähigkeit und Rocket-Geschichten. Der ist richtiger Noob. Der kommt jetzt zu dir. Bau dich zu. Ja. Der hat 90 Leben. Der hat kein Blue Life, kein Green Life. Der hat nichts zum Healen. Der hat nichts zum Healen, gar nichts.
Gar nichts hat der, Bro. Komm. Was? Er macht greedy. Wie viel HP hatte der? 60. Hey, ich hab den noch voll viele Hits gedrückt. Ich war Billy the Puppet. Ich glaub, weil er die Medaille hatte. Dann kriegst du Leben. Digga. Aber das war so knapp. Aber ich hab's richtig erraten, richtig? Nein, Bro. Ich bin der gewesen mit Jetpack und Greedy. Oh. Dann hab ich mich ja vertan. Du bist so lost, Bro. Ich war nicht Billy the Puppet. Hä, echt nicht? Ja, ich war der Superhelden-Skin. Ich hab versucht, diese Runde jeden zu pushen. Bam, 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 bam. Hm, dann hast du die Geschlechter aber vertauscht. Ja, ich wollte dich ja pranken. Hm, bei einer Wahrheitsaussage, wo man die Wahrheit sagen muss. Bro, du hast gewonnen. Ich geb auf. Du hast gewonnen. Wir haben beide gewonnen. Ich hab echt lange gebraucht. Bro, GG. Alter, krank. GG.